Hallo Herr Kretschmann. Hallo Frau von Ewitz. Freut mich sehr. Freut mich, dass wir die Gelegenheit haben zu dem Gespräch. Also ich fange einfach mal breit an und das Erste, was mich interessieren würde, ist, wieso wird ein Lehrer Politiker? Was hat Sie damals bewegt? Ich glaube, Politiker wird man nicht einfach so, man ist irgendwie ein politischer Mensch oder nicht. Also anders kann ich mir das nicht erklären, weil politisch war ich natürlich, bevor ich Lehrer war. Bin in der Studentenbewegung richtig politisch aktiv geworden, war aber auch schon Schülersprecher. Nicht daran merkt man das. Das sind eben so Leute, die jetzt gerne im öffentlichen Raum sich bewegen. Und dazu muss man irgendwie so ein Gen haben, das einen dahin treibt. Ja. Und das habe ich offensichtlich. Ja. Und darum war auch gern Lehrer. Aber das hat dann doch irgendwie den Durchschlag gegeben letztlich. Ja. Was ist so Ihre größte Erkenntnis als Politiker? Was hätten Sie sich vorher nicht träumen lassen? Ja, also sag mal, wenn man in ein hohes Amt kommt, wie ich jetzt zum Schluss meiner politischen Laufbahn, das ist doch etwas, das einen total einnimmt. Also das schrottet doch zum großen Teil das Privatleben. Das wusste ich natürlich, aber dass es solche Ausmaße annimmt, ja, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Bevor ich Ministerpräsident geworden bin, hat sich das alles im Rahmen gehalten. Du hast einfach da die Möglichkeit, dir einfach ein bestimmtes Stück vom Kuchen freizuhalten für andere Interessen. Und in so einem hohen Amt, das ich jetzt habe, wie Regierungschef, da ist es damit einfach aus. Man wird viele Termine bestimmt man gar nicht selber, die sind aber Pflicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an so Verhandlungen denke, wie zu einer neuen Bundesregierung. Da sind alle Ministerpräsidenten der beteiligten Parteien dabei und da musst du einfach hin und da bist du da 4 Wochen total neben deinen Amtsgeschäften noch in Beschlag genommen. Da musst du alles andere stehen und liegen lassen. Das heißt, es hat manchmal schon eine gewisse Totalität. Einer meiner Vorgänger hat mir zum Beispiel empfohlen, konsequent 3x14 Tage Urlaub zu machen im Jahr. Der hat es gemacht. Jetzt habe ich Jamaika verfolgt und bin beeindruckt von dem Handlungsgeschick, den man haben muss. Und auch von den, ja, diese Kompromissfindung und so weiter. Wenn Sie jetzt überhaupt keine politischen Widerstände hätten, weder in der Partei noch irgendwo, was wäre Ihr Projekt, was Sie sofort umsetzen würden, mit aller Kraft, weil Sie sagen würden, das wäre richtig super? Ja, ich glaube, das wichtigste Projekt für mich wäre Klimaschutz. Wir hatten noch mal den Herrn Schellenhuber von Potsdam. Und die Entwicklung ist so dramatisch, dass ich denke, darauf müssten wir uns sehr stark konzentrieren, weil viele andere Dinge, wenn man die nicht macht, ist das schädlich, aber man kann das wieder korrigieren. Aber wenn der Klimawandel mal bestimmte Kipppunkte überschreitet, ist es nicht mehr korrigierbar. Das heißt, da würde ich mich mit aller Kraft drauf stürzen, zum Beispiel, dass wir möglichst schnell aus der Kohleverstromung aussteigen. Das ist weltweit eine der größten Emittenten von Treibhausgasen. Nicht nur, wenn wir das ganz schnell hinbekommen, haben wir noch eine Chance, dass der Planet nicht völlig anders wird, als wir es gewohnt sind. Herr Zimmer, eigentlich schon bei dem Thema so Verantwortung für Unternehmen, das ist so mein Steckenpferd. Welche Verantwortung sehen Sie denn bei Unternehmern? Was zeichnet für Sie einen guten Unternehmer aus? Ein guter Unternehmer ist eigentlich einer, der erstens nachhaltig arbeitet. Oder man kann sagen, das ist es eigentlich nicht. Nachhaltigkeit hat ja 3 Dimensionen. Ökologisch, also er muss gucken, dass sein Betrieb die Umwelt nicht schädigt. Zweitens, es beinhaltet ja soziale Aspekte, nicht? Er sollte auch mit seinen Mitarbeitern entsprechend adäquat umgehen. Und natürlich wirtschaftlich, er muss auch schauen, dass er selber auch nachhaltig denkt. Das heißt, wie das die meisten Familienunternehmen machen. Die wollen ja auch, dass ihre Nachkommen weiter dieses Unternehmen führen. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung für so eine Philosophie,
guck nicht, wie machst du einen schnellen Erfolg hast, wie bleibst du in deinen Produkten unter Nachhaltigkeitsaspekten möglichst lange am Markt. Wäre meine auch sozusagen. Meine Wahrnehmung ist, dass wirklich in wenigen Unternehmen, die mit globalen Lieferketten, und es gibt wenig Branchen, die keine globalen Lieferketten haben, wirklich Transparenz darüber herrscht, wie produziere ich, was ist auch genau in meinen Produkten drin, was passiert eigentlich mit Abwasser, Abluft und so weiter, wie viel Energie verbrauche ich eigentlich, Klimaschutz, Klimawandel. Diese globale Verantwortung, dieses ganzheitliche Verantwortungsdenken ist in meiner Wahrnehmung nicht so stark ausgeprägt, als dass wir den globalen Herausforderungen gerecht werden könnten. Sehen Sie das auch so? Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, wir müssen die Verbraucher stärken. Die müssen das sozusagen nachfragen. Also nicht nur das Produkt selber, sondern die Nachfrage eines Konsumenten, wie ist das produziert? Stimmt es? Ist das durch Kinderarbeit oder Umweltverschmutzung entstanden? Erst wenn dieses Zusammenspiel klappt, dann werden die Unternehmer, glaube ich, auch mehr motiviert. Ja, weil sie sind nun im harten Wettbewerb und da spielt es eine große Rolle. Deswegen ist es in der Politik auch immer wichtig, diese Transparenz herzustellen. Wir haben jetzt schon mal bei den Verhandlungen darauf geschaut, dass es ein Label für Tierwohl gibt. Wenn es das gibt und du hast Verbraucher, die darauf achten, die jetzt kein Fleisch essen wollen, das aus tierquälerischer Haltung kommt, dann implementierst du in den wirtschaftlichen Prozess etwas ein, an dem der Unternehmer interessiert ist, nämlich an seinen Kunden, die sein Produkt kaufen wollen. Also ich denke, das ist das Zusammenspiel. Wir brauchen Unternehmer, die selber auf die Idee kommen, aber auch Konsumenten, die das nachfragen und nicht nur auf das billigste Produkt gucken. Also ich denke, dass man auch bei den Verbrauchern auf preiswerte Handeln achtet und nicht nur auf billiges, dass man das nicht verwechselt, dass man preiswert nicht mit billig verwechselt. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtig. Aber die Unternehmer müssen selber auch daran denken, will ich mal sagen, weil sie sind ja Menschen wie wir alle und vom Klimawandel, wenn der kommt, genauso betroffen, von sozialen Unruhen auch. Also dieses langfristige Denken wünsche ich mir bei manchen mehr. Jetzt ist in meiner Realität es so, dass wir als durch und durch nachhaltiges Unternehmen, das Klimaneutralität am deutschen Standort, durch und durch ökologische, faire Produktsortimente, auditierte Produktionsstätten, also wir geben uns in allen Facetten wirklich, wirklich Mühe. Was ich erlebe ist, dass wir einen wahnsinnigen Berg Bürokratie haben dadurch, dass wir riesige Aufwände haben, dass die ersten Jahre kaum zu stemmen waren, dass wir echt viel mehr Kosten haben, weil wir viel mehr Personal haben, weil wir auditieren, zertifizieren, weil wir Forschungsarbeit leisten müssen, um neue Lösungen zu finden. Und ich erlebe, dass in dem Wirtschaftssystem, in dem wir sind, wir eigentlich total benachteiligt sind, weil unsere Wettbewerber haben diese Kosten nicht. Und der Markt spiegelt sich ja nicht an uns, sondern wir müssen mithalten sozusagen mit dem Preisgefüge. Wir sind noch weit davon entfernt, obwohl die Konsumenten mehr Verantwortung übernehmen möchten, da bin ich dabei, das spüre ich auch, sind wir weit davon entfernt, dass die Bereitschaft besteht, viel mehr dafür zu zahlen. Das heißt, das Wirtschaftssystem straft eigentlich Unternehmen ab, die Verantwortung übernehmen. Und da finde ich das total richtig, dass Sie sagen, muss vom Konsumenten kommen, aber das ist aus meiner Sicht zu einseitig. Haben Sie nicht noch Ansätze oder können Sie sich nicht noch vorstellen, wie wir im Wirtschaftssystem Veränderungen vornehmen, das entweder fordern oder fördern, das gemeinnütziges Wirtschaften, also ökologisch, sozial, dass das gefordert und gefördert wird? Also erstmal haben wir auch Instrumente der Ordnungspolitik, ja. Das Entscheidende ist nur, sie müssen großräumig sein. Das heißt, Vorschriften, die darauf gehen, müssen wir eigentlich europäisch machen. Und das kommt auch zunehmend. Und deswegen kann ich sie dann von der Bürokratie nicht befreien. Ach, die Bürokratie, da beklage ich mich gar nicht. Bis das mal so eingetieft ist, dass das alle wie selbstverständlich machen, braucht man das einfach. Also das Problem ist, wir brauchen, da wir große Märkte haben, ja, der Warenfluss geht ja heute nicht nur national, brauchen wir auch übernationale Regulierungsmechanismen, nicht? Und das muss einfach zunehmend gemacht werden, nicht? Das kann nur die Europäische Union machen. Deswegen sage ich immer, ist Europa so wichtig.
Ja, sonst funktioniert das alles nicht. Also das ist eine Möglichkeit. Dann können wir auch fördern. Das tun wir. Zum Beispiel Umweltpreise sind so ein Mittel, solche Unternehmen auch als Vorbild voranzustellen, aber auch es zu unterstützen. Ja, oder dass man auch das, was wir steuerlich machen können, da gibt es auch Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel umweltgerechte Produkte einfach geringer besteuern als umweltschädliche. Nicht, wenn man zum Beispiel eine CO2-Steuer macht, dann werden automatisch die Produkte teurer, die Emissionen verursachen. Hatten wir jetzt vor bei Jamaika, ist leider gescheitert. Nicht, also das heißt, die Politik hat schon Instrumente, um das zu befördern. Und das müssen wir vermehrt machen. Sonst ist der Kluge der Dumme. Ja, so ist es momentan. So ist es momentan. Ich finde es ganz spannend. Natürlich bin ich Europa-Befürworter. Also ich darf noch mal sagen, das sind die Vorschläge von Macron. Nicht Macron sagt so, erstens, wir brauchen einen Mindest-CO2-Preis. Zweitens, wir müssen auf Importe eine CO2-Steuer legen. Das heißt, je schlechter die ökologisch sind, desto höher werden sie besteuert. Man sieht also, das machen nicht nur so jetzt originär Grüne, wir haben die Ideen schon lang, sondern auch so jemand wie der Macron, der ganz woanders herkommt. Also, an Macron sieht man, die Gedanken sind auf dem Vormarsch. Was mich noch interessieren würde, ist, wir sind ein Unternehmen in der Provinz im tiefen Süden. Also wir haben wirklich Probleme mit Fernmobilität, mit unser Flughafen hat immer weniger Flüge, die Bahn, die Güterbahn, der Güterbahnhof endet in Ulm und geht nicht weiter. Also wir sind wirklich abgeschnitten und wir werden da von immer mehr wird mir bewusst, wie massiv benachteiligt das eigentlich für Unternehmen sozusagen in der Provinz ist. Gibt es da Pläne, Hoffnungen für die Anbindung oder konzentriert sich alles um die Zentren? Nein. Also sag mal ein Beispiel. Seit 100 Jahren gibt es elektrische Zugverkehr. Und immer noch sind nur 60% des Streckennetzes elektrifiziert. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir reden über das Elektroauto und haben es immer noch nicht geschafft, überall alle Strecken zu elektrifizieren. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Sonst kann ich zum Beispiel gar keinen gescheiten Güterverkehr machen. Ist völlig unmöglich. Zweitens, wir machen jetzt einen Takt, der von morgens 5 bis nachts um 12 geht. Nicht? Dass du einen Takt auch auf dem Land hast, etwa mit Bussen, Bahn, der nicht mindestens jede Stunde... Ist es die Zielsetzung? Ja. Das ist die Zielsetzung, das steht im Koalitionsvertrag von uns. Das wollen wir wirklich machen. Okay. Ja, aber auch, davon ist noch nicht zu spüren, bei uns leider. Aber auch natürlich entsprechend die Infrastrukturen ausbauen. Und das machen wir sehr, sehr kräftig inzwischen. Nicht? Und ich glaube, diese Ansage war sehr wichtig. Aber auch, dass es zum Beispiel, die Hessen haben jetzt ein Schülerticket eingeführt. 1 Euro jeden Tag. Das heißt, es kostet 365 Euro, könnt ihr in ganz Hessen fahren. Nicht? Und dann bist du nicht mehr im Nachteil, wenn du auf dem Land wohnst. Nicht? Also die Infrastrukturen einfach ausbauen. Das machen wir zum Beispiel, dass man für Straßen schon mal eine Prioritätenliste macht, die so gemacht ist, dass der ländliche Raum nicht hinten runterfällt. Wenn wir jetzt die Prioritäten bei Straßen nur nach Staus machen, dann wird ja keine einzige Straße mehr im ländlichen Raum gebaut. Also muss man auch andere Kriterien nehmen, sonst bekommen die gar keine einzige nicht. Also immer bei allem darauf achten, dass der ländliche Raum auch mitgenommen wird. Ist natürlich teurer, nicht? Weil in der Stadt hast du ja eine Konzentration von Menschen und das ist da dünner auf dem Land, also ist es teurer. Trotzdem muss man es machen. Sonst können wir zum Beispiel Betriebe auf dem Land gar nicht mehr halten. Wir kriegen ja keine Beschäftigten mehr. Aber auch wichtig, Arztversorgung, Schulen, Kindergärten, alles unglaublich wichtig, dass es das überall gibt. Und das ist eine der besten Traditionen in Baden-Württemberg. Darauf haben alle meine Vorgänger geachtet, dass es gemacht wird. Und wir treiben das auch weiter. Ja, ich hoffe, das kommt bis nach Tettnang. Herr Kretschmer, noch eine Frage. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre jetzige Politikerkarriere, was macht Sie am stolzesten? Ja, dass wir den Atomausstieg geschafft haben. Da war ich, glaube ich, gerade mal 14 Tage Ministerpräsident und dann stand das an.
ich war in der Ministerpräsidentenkonferenz und dann haben wir das hinbekommen, praktisch einstimmig. Nicht, dass wir, nachdem das unser großes Ziel war, ich dabei sein durfte, wie wir einen nationalen Konsens gefunden haben, das hinzubekommen. Das war wirklich eine Sternstunde, das hinzubekommen. Es gibt auch andere wichtige Sachen, zum Beispiel, dass wir 1000 jesidische Frauen hier herholen konnten, die Schlimmstes erlitten hat, was sich ein Mensch gar nicht vorstellen kann. Da ist man doch dann auch froh, dass man wenigstens ein paar Menschen hat helfen können. Aber es gibt auch so kleine Sachen, die einem freuen, die auch wichtig sind, wie der Nationalpark Schwarzwald. Einfach mal 10.000 Hektar der Natur überlassen. Dafür habe ich jahrzehntelang eigentlich gekämpft als Grüner, weil die Natur zu erhalten ist ja der Grund, warum ich sie gegründet habe. Das sind schon Ereignisse, die einem sehr freuen. Ja. Als ich das mit den jesidischen Frauen gelesen habe, da war ich tatsächlich total zutiefst stolz auf Baden-Württemberg, dass wir sozusagen diese Aufgabe nehmen. Das fand ich toll. Eine Abschlussfrage. Ich glaube, wir wandern beide sehr gerne. Was ja. ist, wenn Sie jetzt Zeit hätten, was wollten Sie immer schon mal erwandern? Also ich wollte eigentlich mal den Nordrandweg der Schwäbischen Alb mal richtig. Den bin ich schon gewandert. Den wollte ich wirklich mal am Stück wandern. Natürlich nicht auf einmal, aber... Ja. Nur mit Übernachtung dann weiterwandern, das ist eigentlich mein großer Traum. Ich hoffe, dass ich noch so lange fit bleibe, bis ich die Zeit habe, das wirklich mal zu machen. Ja. Denn auf der Alp zu wandern, das ist für mich das Schönste. Nicht, das ist eigentlich, ich bin da groß geworden und wenn ich den hellen Jura sehe, dann fühle ich mich einfach zu Hause. Das ist eigentlich Heimat schlechthin für mich, diese Landschaft mit seinem hellen, freundlichen Gestein. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, Herr Kretschmann. Danke fürs Gespräch.